Mein Name ist Inge Herold. Ich bin stellvertretende Direktorin der Kunsthalle Mannheim und Kuratorin der Ausstellung James Ensor. Lange in der Kunsthalle. Nächstes Jahr werden es 30 Jahre sein. Habe hier als Volontärin angefangen und bin dann eben die Kuratorin für Malerei geworden und stellvertretende Direktorin und habe mich mit dem Thema Ensor natürlich auch schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und die Ausstellungsidee ist in der Tat auch schon vor Jahren entstanden. 2015 habe ich das erste Konzept entwickelt. Also mit anderen Worten eine Ausstellung, die auch in meiner Beschäftigung mit der Sammlung der Kunsthalle Mannheim zu tun hat. Hier in der Geschichte der Kunsthalle Mannheim wirklich tief verwurzelt, und zwar in zweifacher Hinsicht. Zunächst wurde sein bedeutendes Gemälde Der Tod und die Masken schon 1927 hier von dem Direktor Gustav Friedrich Hartlaub angekauft. Er fand Ensor so eine wichtige internationale Position, dass er ihn schon eben 1927 angekauft hat. 1928 konnte er dann eine große Ensor-Ausstellung realisieren. Das war nach Hannover wirklich die zweite große Museumsausstellung für Ensor überhaupt in Deutschland. Also Hartlaub hat sich hier als Wegbereiter erwiesen. Er hat ein Gespür für neue Kunstrichtungen, weiß man ja auch von der neuen Sachlichkeit. Und bei Ensor hat er eben auch eine Entdeckung gemacht, hat ihn hier dem deutschen Publikum erstmals breit vorgestellt. Ja, und auch über ihn geschrieben im Ausstellungskatalog, also hat ihn hier bekannt gemacht. Also der Grundgedanke war zunächst, das Bild Der Tod und die Masken zurückzuholen und um diesen Themenkreis eine Ausstellung zu kreieren, also um das Thema Tod und Masken, die ja für Ensor ganz wichtig sind. Dann der zweite Schwerpunkt sollte das Stillleben sein, ausgehend von unserem Werk. Und dann hat sich tatsächlich das Konzept etwas erweitern lassen und ausdehnen lassen, weil wir von den Antwerpenern Kollegen, aber auch aus Lüttich und Ostende, wo Ensor ja geboren ist, vielfache Unterstützung erfuhren. Auch von Privatsammlungen kamen einfach Angebote für Leihgaben. Und so konnte ich das Konzept erweitern und konnte jetzt auch das Selbstbildnis von James Ensor in den Mittelpunkt stellen. Also wie hat er sich selbst als Künstler dargestellt und wahrgenommen? Und beim Themenkomplex Stillleben ist es tatsächlich auch gelungen, so eine Werkentwicklung anschaulich zu machen. Also wir zeigen ganz frühe Werke, wo Ensor sich als impressionistischer Maler, als junger Mann entwickelt und erprobt und dann immer mehr zu seinem eigenen Stil findet, der natürlich auch ganz stark von der Farbe geprägt ist, nicht nur von den Themen, sondern auch vom Moment der Farbe. Er verstand sich als wichtigen Koloristen und das kann man hier auch sehr schön nachvollziehen. Zunächst hat man sich natürlich an seiner impressionistischen Malweise gestoßen. Er hat sich ja im Grunde genommen zeitgleich mit den französischen Impressionisten entwickelt in den 80er Jahren. Er hat 1880 die Brüsseler Akademie verlassen und hat dann begonnen, in impressionistischer Manier zu malen. Und schon das hat das Publikum irritiert, weil es eben eine moderne Art und Weise der Äußerung war. Und dann kann man natürlich auch sagen, dass seine Maskenmotive, seine auch Gesellschaftskritik, die er in den Grafiken vor allen Dingen formuliert hat, auch das Publikum irritiert hat, die Kritiker
abgestoßen hat, das Publikum abgestoßen hat. Er war, denke ich, auch ein sehr streitbarer Künstler, der sehr empfindlich auf Kritik reagiert hat und der sich dann auch heftig zur Wehr gesetzt hat. Er war Teil von verschiedenen Künstlergruppen, da gab es natürlich auch die üblichen Streitereien unter den Beteiligten. Es gab Auseinandersetzungen, dann ist er aus der einen Gruppe ausgetreten, man bildete eine neue Vereinigung. Und er hat das alles sehr, sehr ernst genommen und hat dann auch irgendwann mal beschlossen, in den 80er Jahren, er verkauft all seine Kunstwerke zu einem Schleuderpreis, weil er so frustriert war von der Kritik und von der mangelnden Anerkennung. Aber ich denke, es war bei ihm auch schon auch so ein Stück weit Selbstinszenierung als von der Kritik abgelehntes Opfer. Er hat also gewissermaßen auch eine Märtyrerrolle eingenommen und sich da sehr, sehr stilisiert, denn im Grunde genommen Ablehnungen in Salons erfuhren wirklich viele, viele Künstler. Denk wirklich an die französischen Impressionisten denkend, ist das nichts Ungewöhnliches gewesen. Und ich denke, er hat kein härteres Schicksal erfahren als viele andere Künstler auch. Er ist nur anders damit umgegangen und hat sich wirklich als Opfer stilisiert. Und es ist ja dann tatsächlich auch so gewesen, dass er wichtige Sammler gefunden hat. Es wurden von Museen in Belgien Werke angekauft. Also er war dann auch in Brüssel und Antwerpen in wichtigen Museen vertreten. Also es mangelte ihm nicht an Anerkennung und Verkäufen und wichtigen Sammlern, aber diese Selbststilisierung, die hat er quasi beibehalten bis in das 20. Jahrhundert hinein. Also die Frage, wie Enzos Geisteszustand war, hat ja die Forschung auch häufig umgetrieben. Es gab sogar in den 60er Jahren eine psychoanalytische Studie über seine Geistesverfassung, die sehr, sehr in die, sagen wir mal, in die sexualisierte Richtung interpretiert wurde. Also seine Beziehung zu Frauen, seine Sexualität wurde da beleuchtet. Aber in den 20er Jahren war es tatsächlich so, dass es ein in Deutschland typisches Phänomen war, Ensor mit der Kunst von Wahnsinnigen oder Schizophrenen oder psychisch Gestörten in Verbindung zu bringen. Natürlich, wenn man seine Bilder anschaut oder seine Grafiken, seine Zeichnungen, dann sprechen die von einer gewissen Verstörtheit, von Ausnahmezuständen, die Perspektiven kippen, die Menschen verwandeln sich in Monster. Der Tod spielt eine ganz wichtige Rolle. Also er war ja geradezu besessen von der Todesmotivik, auch auf die eigene Person bezogen. Also er formulierte oder visualisierte Grenzzustände des Psychischen. Und in Deutschland war es eben Wilhelm Frenger, ein Kunsthistoriker, der sich ganz intensiv mit ihm auseinandergesetzt hat und die Interpretation in diese Richtung trieb. Und Frenger war ja auch ganz eng bekannt und befreundet mit Hans Brinzhorn, der die Publikation Bildnerei der Geisteskranken veröffentlicht hat, also hier auch in Heidelberg angesiedelt. Und diese Kombination hat schon dazu geführt, dass auch die deutsche Presse, als Ensor hier 28 vorgestellt wurde, vielfach in diese Richtung interpretierte. Also die Kunst eines Schizophrenen, der also nicht nur psychische Grenzzustände visualisiert, sondern mit Sicherheit selbst auch darunter leidet. Und ich denke, da hat man zu Unrecht oft zu wenig getrennt zwischen einer Verfasstheit eines Künstlers und dem, was er zum Ausdruck bringt. Also nicht alles, was man darstellt, muss man ja auch selbst verkörpern. Und ich denke, da gab es dann auch Interpretationen, die sich quasi bis nach dem Zweiten Weltkrieg oder bis in jüngste Forschung dann auch immer wiederholen. Also so wirklich als Stereotype, die immer wieder auftauchen und die Ensor dann auch in eine bestimmte Richtung drängen. Und wenn man sein Werk genau anschaut, merkt man schon, dass das sehr ungerecht ist oder sehr einseitig, denn er war mit Sicherheit ein Künstler, der sich eben mit diesen Grenzzuständen beschäftigt hat, mit negativen Lebenserfahrungen auch. Aber er war durchaus immer ein humorvoller, heiterer Mensch, der Lebenslust auch malte, der Heiteres malte, der immer viel, viel Witz und viel witzige Details in seine Bilder einbaute.
humorvoll, sarkastisch, zynisch, aber eben nicht nur allein die eine Wesensseite in sich hatte. Also das Maskenmotiv kommt mit Sicherheit aus zwei Quellen. Einmal natürlich aus dem Ostender Karneval, der dort ganz, ganz heftig und ausführlich und ausgiebig und überbordend wohl gefeiert wurde. Das ist, denke ich, auch der Situation dort in Ostende zu schulden. Das war im Sommer ein Seebad, ein mondänes, dann verfiel es im Winter in ein trostloses Fischerstädtchen. Und erwachte dann im Frühjahr wirklich mit dem Karneval wieder zum Leben. Das, denke ich, ist wirklich die Tradition, die ihn geprägt hat. Er hat schon ganz früh diese Karnevalstraditionen erlebt und miterlebt. Auch da gibt es eine kleine Legende, wie er durch eine Nachbarin, die eine Kiste auspackte mit Masken und mit ihm sich verkleidet hat, was ihn als Kind enorm geprägt haben soll, sich hinter den Masken zu verstecken und Schabernack zu treiben. Das muss ihn geprägt haben. Und dann war es natürlich auch der Souvenirladen seiner Eltern, wo diese Masken auch verkauft wurden. Also volkstümliche Masken, aber auch japanische, asiatische Masken wurden dort verkauft. Damit war er ständig umgeben. Also wirklich dieser volkstümliche Gebrauch der Masken. Aber natürlich hat er schnell verstanden, was hinter Masken alles möglich ist, was eine Maske alles bedeutet. Von Täuschung und Demaskierung und Verbergen, von Identitätswechseln, also in andere Rollen schlüpfen, ungesehen etwas ausleben, was man sonst sich nicht trauen würde. Es spielt ja auch im Karneval eine Rolle. Das war für ihn enorm wichtig und er sagt einerseits auch, dass die Masken ihm Motive bot, malerisch einfach Großes zu leisten, weil so eine Vielfalt an Farben und Formen war, kann man ja auch sehr gut nachvollziehen. Und dass aber auch diese Maske ein Medium war, um das Publikum zu provozieren und zu irritieren. Also auch eine Antwort auf die Schmähung des Publikums und der Kritik mit bösen Fratzen quasi zu antworten, zu provozieren und zu schockieren. Ich denke, das war auch ein wichtiger Moment. Also nicht nur malerisch hier ein Motiv zu finden, sondern auch ja, für die Verlogenheit der Menschheit ein Motiv zu finden. Das steckt, glaube ich, alles mit da drin. Ja, mein Lieblingswerk in der Ausstellung. Also das, was mich emotional am meisten bewegt hat, ist natürlich der Tod und die Masken. Als das Bild hier aus Lüttich ankam und ausgepackt wurde, das hat schon Gänsehaut verursacht. Es ist ein wichtiges Gemälde für unser Museum, aber es ist auch ein Meisterwerk von Ensor. Und was begeisternd ist, dass es so total frisch ist. Also es sieht aus, als hätte es Ensor frisch aus dem Atelier uns hier überlassen. Das ist mein erstes Lieblingsbild und das zweite, das ist aber vermutlich dann auch kunsthistorisch bedingt, weil man dann auch also kunsthistorische Interessen hat, die vielleicht anders sind als die des Publikums, der Skelettmaler. Dieses kleine Bild, wo James Ensor ein Stück weit auch Resümee seines Lebens und seines Schaffens bis dahin zieht, ein Werk in einer Krise geschaffen, indem er sich quasi in einen toten Maler mit totem Kopf verwandelt und indem er nochmal alles versammelt, was er bis dahin geleistet hat. Und da taucht eben unser Stillleben mit totem Hahn als Bild im Bild auf. Und das finde ich natürlich auch ganz besonders interessant. Und es ist ein Kleinod, was auch Bezug zu Mannheim hat. Und deswegen schätze ich das Bild auch so. Ja,
der Katalog ist natürlich auch aus dem Impetus entstanden, die Ausstellung zu dokumentieren. Das ist ganz klar. Es sollten möglichst alle dieser Themen auch im Katalog mit einführenden Texten vertreten sein, weil ich finde, dass die Kunst Ensors doch auch viel Erklärung bedarf oder sie muss eingebettet werden. Und es gibt so viele Details und Hintergründe, die der Leser oder der Betrachter oder die Betrachterin wissen muss. Deswegen war es mir wichtig, dass viel Text auch zu den Ausstellungsgruppen und Themen zu finden ist. Der andere Aspekt war natürlich, die Geschichte der Kunsthalle Mannheim hier breit darzustellen. Deswegen die Provenienzgeschichte dieses beschlagnahmten, jetzt zurückgekehrten Bildes sollte ausführlich behandelt werden. Da ist der Kollege Matthias Listl wirklich in die Tiefen des Archivs gegangen, wirklich in die Ensor-Forschung eingetaucht und hat hier auch nochmal wichtige Mannheimer Persönlichkeiten, Sammler und Galeristen dargestellt und das zusammengefasst, wo ich sagen würde, das gibt es bislang in der Ensor-Forschung auch so nicht, ein dieser Aspekt. Mein Anliegen war es, die Rezeptionsgeschichte Ensors in Deutschland darzustellen, eben auch seine Bezüge zu deutschen Künstlern. Wie hat man ihn in Deutschland gesehen in den 20ern und dann auch in den Jahren nach dem Krieg? Welche Museen haben ihn gesammelt? Also wie war wirklich hier die Aufnahme seines Werkes und seines Schaffens in Deutschland? Also soweit ich jetzt auch alles wahrgenommen habe, hoffentlich auch so noch nicht dargestellt. Und dann als weitere Bereicherung im Katalog natürlich auch die Ensor-Forscher zu Wort kommen zu lassen. Also da gibt es einmal den Xavier Tricot, der das Werkverzeichnis von James Ensor gemacht hat, also einer der besten Kenner Ensors, der in Ostende lebt, der uns auch sehr unterstützt hat und der einen Artikel über Ensors Verhältnis zur Figur Christi verfasst hat. Auch ein umfassender Einblick. Und dann natürlich der andere wichtige, große Ensor-Kenner, Herwig Totz, der Kurator am Antwerpener Museum, von dem wir ja sehr viele Leihgaben haben und das auch sehr viele Ensor-Werke besitzt. Er hat quasi eine Einführung verfasst, die auch nochmal auf die komplexe, doch widersprüchliche Persönlichkeit Ensors eingeht, also mit all seinen Facetten des Werkes, aber auch der Persönlichkeit. Und ich denke, so ist das eine runde Sache geworden, die den Leser auch, den Einsteiger informiert, aber auch die Forschung weiterbringt. Und da ist natürlich auch besonders wichtig, dass wir eine deutsch-englische Version haben. Denn in Belgien nimmt man das jetzt, denke ich, schon sehr, sehr mit großem Interesse wahr, was wir hier jetzt in dieser Ausstellung machen.